jetzt haben wir hier den Jörg stehen. Hallo Jörg, erstmal, wie geht's dir? Hallo, servus. Ja gut, bisschen müde von dem ganzen Flug, das ist halt schon richtig lange, aber war eine super Erfahrung, tolle Begleitergruppe, hat riesen Spaß gemacht und ja, war toll, war schön. Ja, du warst ja der Begleiter von der Cora und was ist denn da so passiert? Erzähl mal. Naja, das habt ihr ja schon so aus der Presse entnehmen können. Da gab es halt irgendwie so einen kleinen Disput, ja, und ich habe dann auch tatsächlich gedacht, dann gehe ich der Sache eher aus dem Weg und hatte natürlich nach wie vor mit allen anderen Begleitern noch Kontakt und wir haben uns zum Essen getroffen und am Strand, also alles gut. Ich habe nur mal kurz für ein paar Tage das Hotel gewechselt. Und wenn du jetzt sagst, du hast dich ja auch mit den anderen getroffen, was habt ihr denn jetzt eigentlich alles so die ganze Zeit gemacht? Oh, das war eigentlich total anstrengend, ja, weil wir mussten ja morgens sehr, sehr früh aufstehen, um dann entsprechend die Sendung zu gucken und danach waren natürlich dann die Interviews immer von, was auch immer passiert ist im Dschungel, wurden dann die Begleitpersonen natürlich zum Interview gebeten in der Stunde danach. Dann hat man die Interviews gegeben, danach waren dann noch Interviews für die ganzen Magazine, also RTL exklusiv, prominent, keine Ahnung, für die ganzen, Punkt 12 und was es da noch alles gibt. Und dann nachmittags, dann hatten wir frei, manchmal aber auch dann nochmal Drehs für abends. Also wir waren da schon ganz gut getaktet, aber trotzdem war es auch ein Urlaub nebenbei. Ja. Und würdest du das denn nochmal machen, so als Begleiter mitzugehen? Oh, das kann ich ja jetzt so gar nicht sagen. Also es war eine schöne Erfahrung. Vielleicht würde ich es nochmal machen, aber da würde ich sehr genau gucken, mit wem. Und würdest du denn selber mal in den Dschungelcamp ziehen? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Also vielleicht für viel Geld, aber jetzt einfach so glaube ich nicht, nein. Super, dann vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Schön, dass ihr da seid.